Wo bleibt das Gefühl? Immer dieses Kopfknurren. Aber was sagt dein Bauchgefühl? Tut's weh? Ist dir flau im Magen oder sind es doch nur Schmetterlinge? Was nimmst du wahr, wenn du morgen früh am Bäcker vorbeigehst? Welche Vorfreude kommt eigentlich auf, wenn wir Essen bestellen wollen? Was passiert da drin, wenn der Eismann klingelt? Und warst du als Kind nicht auch super neugierig darauf, was Mama im Proviantkorb hatte, wenn es auf lange Autofahrten ging? Denk an eine Zeit, wo du dich auf Weihnachten gefreut hast, wo du das Gemüse oder den Apfel in der Lunchbox übrig gelassen hast und lieber das Schokobrötchen vom Sitznachbarn gegessen hast, wo der Geburtstagskuchen noch eine Benjamin-Blümchen-Torte war und kein Schokobrownie aus Avocados. Ja, genau, damals, wo dein inneres Kind frei war, spielen wollte und alles genommen hat, was es kriegen konnte. Schöne Erinnerung. Früher war alles besser und leichter. In manchen Dingen stimmt das sogar. Deshalb erinnere dich.